Hi, hier ist Nam. Ich grüße euch. Heute ist, wie gesagt, Podcast-Tag. Es ist Sonntag. Wir sind hier seit 9 Uhr und haben unser Set aufgebaut. Sind jetzt auch soweit fertig. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie wir ein bisschen aufbauen, aber das war doch ein bisschen hektisch. Und ja, das ist hier meine kleine Crew. Habt ihr vielleicht schon mal gestern auf Instagram gesehen. Das ist Bao. Er ist unser Kameramann und Lichtspezialist. Daneben ist Huang. Vielleicht kennt ihr aus meinem ersten Podcast. Falls ihr euch diesen Podcast noch nicht angeschaut habt, dann einfach auf meinen Kanal gehen, die Folge 1. Und ja, hier ist auch noch mein junger Schwager, Hey Longi. Ja. Er hilft mir heute auch und tatkräftig. Wir haben jetzt alles aufgebaut, wie gesagt, und machen uns gleich los, um unseren Gast abzuholen. Und ja, ich bin schon voll gespannt und ihr werdet gleich erfahren, wer es ist. Also bis gleich. Jetzt sitzt unser Gast hier. Ihr wisst jetzt, es ist Dart Würng. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Engdart. Wirklich sehr. Ich mich auch. Und vielleicht als erstes erzählst du vielleicht den Leuten, die dich noch nicht kennen, wer du bist genau und was du so machst. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich betreibe nur ein kleines Restaurant in Berlin-Mitte. Das nennt sich Monsieur Wong. Und ich habe den Namen damals beschäftigt und jetzt sitze ich hier und werde interviewt. Ja, ja, er hat es gerade ein bisschen sehr bescheiden erzählt. Also er ist ja ein Pionier der Gastro-Szene, muss man schon sagen. Du hast ja damals erst sozusagen die vietnamesische Küche in Deutschland sogar, würde ich mal sagen, weil es alles in Berlin angefangen hat, erst sozusagen integrierbar gemacht. Und was würdest du sagen, was war dein Erfolgsgeheimnis? Ach, im Grunde genommen gibt es ja kein Geheimnis. Für mich, rückblickend, habe ich dann für mich herausgefunden, das Einzige, was für mich wichtig war, mein Ziel zu verfolgen, vom Herz. Egal, was man tut, wenn man vom Herz und mit voller Überzeugung und nur mit einer Überzeugung, dann kommen natürlich diese ganzen Kreativitäten, weißt du? Wenn du davon überzeugt bist, dann kommt von alleine. Und dann spüren die Gäste ja auch die Energie, die Authentizität und die Emotion. Mhm. Und alles andere macht gar keinen Sinn. Ja. Genauso wie ihr jetzt diesen Projekt macht. Also ich, das finde ich ganz, ganz toll, wie du jetzt am Anfang so viel Liebe, so viel Ernsthaftigkeit da reinbringst. Ich habe auch Respekt davor. Egal, was man tut am Leben, wichtig ist es, das von eigenen Überzeugung. Mhm. Was ich so schade finde, gerade in unserer vietnamesischen Kultur, dass die meisten Vietnamesen haben überhaupt kein Traum. Ja? Für die ist einfach, was zählt, ist nur Geld zu verdienen und schnelles Geld.
Und natürlich, wenn du deinen Traum hast und du willst es umsetzen mit voller Überzeugung, das Geld kommt so oder so. Aber wenn man von vornherein vordergründig diese ganzen wirtschaftlichen Aspekt als Schwerpunkt liegt, dann liegt man schon von vornherein falsch. Natürlich könnte man irgendwie erfolgreich sein. Ich erinnere mich noch ganz am Anfang des Missivons, da kannte kein deutsche und vietnamesische Bücher. Mhm. Weißt du? Und ich saß dann alleine, ganz einsam in dem Laden und habe dann gekocht. Ich habe im Grunde genommen alles getan. Geputzt, gewaschen und eingekauft, gekocht und die Gäste bedienen und unterhalten, wenn überhaupt Gäste da waren. Da waren am Anfang, nach der Eröffnung, hat das Missivong nur 25 D-Mark Umsatz gemacht. Krass. Und so ging dann fast jahrelang. Ja. Weißt du, von natürlich auch von dieser existenziellen Sorge, weil ich dann irgendwie auch meine Miete bezahlen musste. Gleichzeitig. Die Erwartung der Eltern auch, ne? Na, die Erwartung meiner Eltern waren relativ überschaubar, weil die standen sowieso nicht hinter mir. Mhm. Die haben gesagt, ich hätte eigentlich eine China-Restaurant machen sollen und nicht vietnamesisch, weil da in der Zeit kannte man nur chinesische Küche oder China-Pfanne, so. Und das hätte man nicht falsch gemacht. Kann man nicht. Ja. Und ich war mit der Überzeugung, dass unsere Esskultur sehr bekömmlich und sehr gesund, sehr leicht und auch wenn ich ein halber Chinese bin, mein Großvater kam aus China, trotzdem, ich fühle mich eigentlich eher als Vietnamese als ein Chinese und bin auch mit dem Esskultur aufgewachsen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das. Ich mache das. Und da standen da waren bei der Eröffnung, da waren meine Eltern auch noch nicht mal dabei gewesen. Also ich war quasi alleine. Aber das war gar nicht so schlecht, weil umso mehr war das für mich die Motivation, meine Eltern zu zeigen, das könnte auch anders sein. Ja. Weißt du? Ich habe dich jetzt gerade einfach reden lassen, dich einfach sozusagen vom Inneren nach außen einfach fließen lassen, was rauskommen möchte. Ja. Und weißt du warum auch? Weil ich möchte, dass durch dieses Podcast, der die Person Dat Vuong, der Gesellschaft etwas gibt, was er gerne gibt. Du bist ein Mensch, der gerne gibt, besonders deine Erfahrung. Und das ist das Wertvollste, was du hast. Und wir werden gleich noch näher darauf ansprechen. Aber ich wollte bewusst gerade, dass du viel redest, weil ich weiß, du möchtest auch gehört werden. Und ich behaupte mal, die Gesellschaft möchte dich auch hören und sollte dich hören. Wir kommen noch viele Punkte anzusprechen, wie du hergezogen bist nach Deutschland. Du bist ja ein Flüchtling. Nur deine Familie ist ja nicht aus finanziellen Gründen ausgewandert, sondern das war wirklich Angst und Unterdrückung. Genau. Mhm. Und also mein Ziel ist es halt, sozusagen Dat Vuong als Mensch über den Gastronomen hinaus hier zu präsentieren sozusagen. Und wir werden gleich sezieren, was du alles gerade gesagt hast. Da steckt ein großer Teil, diese Zugehörigkeit. Wer bin ich eigentlich überhaupt? Bin ich Vietnamese, bin ich Deutsch zum Beispiel? Oder was du auch gerade gesagt hast mit den Eltern, dass du Unterstützung nicht erwarten kannst. Zum Beispiel die Unterstützung für mein Projekt jetzt natürlich ist auch überschaubar. Ich rede nicht von finanziellen, ich rede allgemein auch schon von mentalen Unterstützung. Ne? Du hast wahrscheinlich das von deinen Eltern auch vor allen Dingen erwartet oder gehofft, sag ich mal. Aber vielleicht warst du schon damals so weit, dass du gesagt hast, okay, ich habe so das schon erwartet, dass da nicht sehr viel kommen wird. Daher bin ich erst recht stark. Aber du merkst ja, in der Gesellschaft gibt es sehr wenige Leute, die sich dann echt so reinhängen in ihren Traum. Du bist nämlich ein Mensch, das ist eines der ersten Punkte, die wir gleich ansprechen werden, der viel aus seiner Emotion, aus Überzeugung bist. Du siehst ein kleines Ziel, das noch ziemlich vielleicht auch verschwommen ist. Ganz klar, keiner kann in die Zukunft sehen. Ne? Asiatische Küche, vietnamesische Küche. Und ich möchte das etablieren. 25 Euro am Anfang Umsatz. Und das über Jahre. Also D-Mark. Ja, D-Mark, genau. Nicht mal Euro, ja. Aber D-Mark. Aber du hast dann wirklich Hut ab, weißt du, weil du weißt ganz genau, Vietnamesen oder Asiaten generell gelten eher als Nachahmer. Die wollen eigentlich eher, dass Leute etwas machen
erfolgreich ja, sind und man das nachmacht. Diese Nachahme hat natürlich Vor- und Nachteile, weißt du? Ich sag mal, den Vorteil ist, dass man ohne seine eigenen geistigen Kreativitäten ausarbeiten muss. Da kann man einfach so, diese Produkte funktioniert bei dem, ich übernehme das und versuche halt nur ein bisschen so, so verfeinern oder anders so. Da kann man nicht viel falsch machen. Weißt du, die haben schon reichlich ausgetestet und es funktioniert. Jetzt muss ich es halt nur noch quasi übernehmen. Ja? Ist zwar bequem, aber das ist für mich ist eine Verarmerung seiner persönlichen Weiterentwicklung. Weißt du? Und natürlich, ich meine, die Speisen, die wir, also meine Produkte, meine Kreationen bei meiner Arbeit, das habe ich mir auch nicht selber alles ausgesucht. Das basiert sich immer auf unserer eigenen ursprünglichen Esskultur. Ich rede jetzt aus dem Süden. Ja? Bringe ich dann gleichzeitig noch eine gewisse Note von meiner eigenen Lebenserfahrung da rein, um am Ende ist eigene Produkte mit meinen eigenen Unterschriften zu präsentieren. Ja. Natürlich gibt es inzwischen auch sehr viel gute vietnamische Restaurants und auch schön dekoriert und alles toll. Und die haben da und dort auch mitgenommen und so weiter und machen daraus eine eigene Sachen. Aber ich glaube nicht, dass diese Leute, die das machen, die diese Projekte betreiben, wirklich emotional total dahinter stehen. Weißt du, die sind nicht so tief von tief. Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Ich seh das, weil ich spüre das hier auch. Und eine gute Kopie ist auch okay. Ja. Aber es bleibt trotzdem eine Kopie. Genau. Ja. Genau, ich wollte jetzt nur ein bisschen einhaken, weil das wird gleich noch sehr, sehr interessant werden, glaube ich. Weil wir werden jetzt ein bisschen noch mehr rauskitzeln, was du genau damit meinst. Diese Identifikation mit dem, was man macht. Und das geht nicht darum, keine Ahnung, dass man sich mit einem Fernseher identifiziert oder mit einem Hobby, sondern es geht darum, das ganze Leben. Und einfach damit die Leute auch verstehen, also Dengdad, ich kenne ihn seit ungefähr 17 Jahren. Ich habe für ihn gearbeitet, angefangen als Barmann und ganz junger Student. Und dann haben sich die Wege getrennt nach circa 1,5 Jahren. Und dann haben wir uns 15 Jahre nicht getroffen. Und ich habe letztens im Vorgespräch dir gesagt, und ich glaube auch, dass du vielleicht auch gar nicht niemand das erwartet hättest, dass ich gekommen bin und gesagt habe, du bist für mich eine Inspiration des Lebens gewesen. Ein Inspirator. Und wie kann ich das beschreiben? Und zwar, Eltern geben dir bestimmte Werte mit, also mir. Aber oftmals ist es so, dass man sich gegen die Eltern wehrt. Man sagt sich, ich glaub's nicht. Ich denke anders. Und dann trifft man halt besondere Menschen im Leben und reflektiert dann für sich selbst, was in der Erziehung der Eltern richtig und was falsch war. Und darüber hinaus noch. Also ich rede ein Beispiel. Meine Eltern haben mir immer beigebracht, mein Vater vor allen Dingen, Optimierung. Wenn du etwas machst, dann machst du heute das gut und morgen besser. Du musst immer morgen ein Stückchen besser werden. Und das ist ganz banal, ob ich Geschäftsführer bin von einem Konzern oder halt in der Küche arbeitest oder auch die Straßen putzt. Aber nur so hast du einen Sinn dahinter. Wofür machst du das, weißt du? Und erstmal die Optimierung hat mein Vater mir beigebracht. Und dann durch meine Erfahrung mit dir, unsere Gespräche miteinander, habe ich erst gemerkt, was du eigentlich für eine Perspektive auf Teamwork hast, ja? Teamarbeit. Und das hat dich dann vermischt. Du hast an einem Abend, das erste Mal, als ich mit dir zusammengearbeitet habe, in einer Schicht, hast du um 0.30 Uhr uns zusammengetrommelt, also nach dem Feierabend. Wir waren relativ viele Leute, die neu waren. Und ich glaube, du wolltest einfach mal die Chance nutzen, so spät am Abend noch deine Philosophie zu vermitteln und die Kritik, die du hattest an die Neuen, möglichst weich rüberzubringen und empfänglich, sag ich mal. Und da hast du gesagt, schaut mal Leute, wir sind eine Bühne. Wenn wir auf die Bühne auftreten, dann sind wir alles Artisten. Und jeder, der nicht mitspielt oder jeder, der seine Aufgabe nicht perfekt macht, versaut einfach das Bühnenbild. Die Gäste sind das Publikum, die bezahlen dafür, für eine Show.
und sie wollen glücklich nach Hause gehen. Und das ist unsere Aufgabe. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, Optimierung der Familie. Ich versuche jeden Tag ein besserer Barmann zu werden und ich bin einfach ein besseres Mitglied in diesem Team. In dem Augenblick war ich so jung und konnte das noch nicht so greifen, so definieren, weißt du? Ja, aber das ist auch normal. Und dann, guck mal, du warst einer der wenigsten Mitarbeiter oder Kollegen, der sehr reflektiert ist. Ja, und du warst immer sehr ruhig, sehr zurückhaltend, aber immer mit einer offenen Haltung zu beobachten und nimm viele Sachen auf. Natürlich, um das aufzunehmen, viele Sachen braucht man auch eine gewisse Zeit, um zu verarbeiten. Oder viele Sachen braucht man ja auch durch die Lebenserfahrung nochmals zu bestätigen, was meint er, was hat er so damit gemeint, um das zu verstehen. Ja? Also genauso, wenn jetzt jemand noch nie Liebeskummer gehabt hat, dann weiß er gar nicht, was Liebe bedeutet. Mhm. Und das kann man nur durch eigenen Lebenserfahrung nachempfinden. Manchmal, und das nenne ich auch Karma. Ja? Karma bedeutet nicht nur Ursache und Wirkung, sondern Karma bedeutet ja auch von dem Sachverhalt, von demselben Sachverhalt, du würdest anders verstehen als unser Kameramann. Ja? Und das ist, weil jeder hat eine eigene Karma-Auffassung unterschiedlich auf dieser Welt. Ja, der eine weiß ganz genau, was ich meine, und der andere so. Und das kann man auch nicht von denselben Gedanken bei jedem Kollegen gleichwertig oder genauso übertragen, dass ich auch so nachempfinden kann. Und du warst immer du warst immer, auch wenn ich kriege natürlich sehr wenig Feedback währenddessen. Hm. Ich kriege jetzt zwar ein Feedback von dir, was du alles durch das Missivon gelernt hast, durch mich gelernt hast, aber währenddessen kriege ich natürlich sehr wenig Feedback. Aber das bedeutet nicht, dass die Leute nicht schätzen wissen. Die nehmen das für sich und brauchen eine gewisse Zeit, um das umzusetzen oder nachzuempfinden, worum es sich handelt. Und gibt es viele, die auch so ähnlich wie ich auf dich zugekommen sind? Ja, ja? Ganz, ganz viel. Allerdings viel, viel später. Mir ist auch jetzt neulich jemand begegnet, der hat noch gearbeitet in der Gipsstraße, wo du noch nicht mal da warst. Und der hat auch mit mir gesprochen. Der hat jetzt eine eigene Firma auch für Caterings. Er und seine Frau betreiben halt eine kleine Catering-Firma, durchaus sehr erfolgreich. Und er sagte, viele Sachen von der emotionalen Grundidee habe ich immer noch von dir. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, es kann nicht sein, dass ich der Einzige bin, weil es ist unumgänglich. Und ich möchte hier etwas beschreiben und ich muss leider ein bisschen ausfahren jetzt. Da gibt es einen sehr interessanten Humanmediziner und Psychotherapeut, Herr Dr. Rüdiger Dahlke. Der hat versucht, eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft so zu erklären, wenn wir die ganze Welt runterbrechen würden auf ein Dorf mit 100 Leuten, ein Weltdorf sozusagen, dann gibt es 51 Frauen und 49 Männer. Das ist schon mal witzig, weil es gibt, also die Männer haben die Macht sozusagen und sind aber weniger als die Frauen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man genau hinschaut, dann ist 2/3 des Reichtums dieser Welt gehört 6 Männern. Und diese 6 Männer haben alle einen amerikanischen Pass und sind alle weiß. Und das ist erstmal die Makroebene, also die Überebene. Ja? Er erklärt es noch weiter, und zwar, wenn wir jetzt auf unsere individuelle Ebene gehen, jeder Mensch für sich, dann haben wir 2 Gehirnhälften. Die linke ist die logisch denkende, eher männliche, und die rechte ist die emotionale, weibliche. Und er beschreibt das so, dass wir in der Gesellschaft alle danach leben, selbst die Frauen, dass diese 6 Männer auf der kognitiven, also auf der logisch denkenden Seite, die dann 12, 13 Jahre gelehrt wird, dass sie nur damit denken und die andere Seite verkümmert. Aber das Problem ist, wir brauchen die Balance. Und
ich glaube, wenn ich kurz zusammenfassen würde, warum du mich so inspiriert hast und im Nachhinein mir das aufgefallen ist, nachdem ich es definieren konnte, was macht einen dazu anders im Vergleich zu den anderen Leuten, die auch erfolgreich sind? Ich sage nur ein Beispiel, du hast nie expandiert. Du hast gesagt, du möchtest nur dieses eine Restaurant haben. Ich habe, wie gesagt, immer geschaut, ja, Engdahl hat immer diese gewisse Ausgeglichenheit, ja. Und da frage ich mich, woher kommt diese Ausgeglichenheit, diese Balance zwischen der weiblichen Gehirnhälfte und der männlichen Gehirnhälfte? Und ich habe mit dem Podcast, musst du dir vorstellen, ich habe meinen Job einfach geschmissen. Ich habe meine 15, 16 Jahre Ausbildung gesagt, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte. Weil ich habe Fähigkeiten entwickelt aufgrund meiner Konflikte, die ich im Leben hatte, als weder Vietnamese noch Deutscher. Im Elternhaus aufzuwachsen, die streng waren, konservativ, aber die Gesellschaft draußen, die liberal war und westlich. Ich habe Fähigkeiten entwickelt, die andere nicht haben. Und jetzt habe ich an dir gemerkt, dass du einfach vorangehst. Du bist für mich wie ein Anführer, ein Vorreiter, der sagt, guck mal, mach das, was du denkst, dass es richtig für dich ist, solange du niemandem schadest. Ja? Und setze das durch, auch wenn niemand an dich glaubt sozusagen. Und ich frage mich, wer hat dich denn da inspiriert, dass du so denkst, ja? Ach, weißt du, wie du weißt, ich habe auch 3 Jahre in einem Kloster gelebt, in buddhistischen Tempeln, Pagode Vinyar in Hannover. Und diese 3 Jahre hat mein Leben auch sehr stark geprägt, natürlich durch das Alltagsleben. Im Grunde genommen bin da von dort zur Schule gegangen und dann ging es mir nach Hause und dann hat man halt den Haushalt da im Tempel mit vielen namenlosen Tätigkeiten zu erledigen. Mhm. Und aber das, du kriegst auch sehr viel so von der ganzen Energie diese Umgebung, in der du lebst, sehr viel mit. Und ich bin mir relativ sicher, natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Also es gibt keine perfekte Welt. Aber die Frage ist, wo man sich hinschaut. Wenn du das ständig immer in der Dunkelheit oder in dem Schatten reinschaust, dann hast du gar keine Chance, Licht zu sehen oder andersrum. Und ich habe das Glück, in dieser Zeit, durch diese Aufenthalt in Hannover, in dem Tempel, durch Meditation, durch sehr viel, durch diese ganze Lehre von meinem Meister, kriegst du es halt mit. Durch deine eigenen inneren Kehren und beobachten, wie die Dinge funktionieren. Ich habe einen bestimmten Anspruch. Bestimmter Anspruch, wie die Dinge im Laden funktioniert. Nicht nur handwerklich, sondern vom Geistigen. Weißt du? Und dann habe ich dir, ich erinnere mich noch, wie ich den Leuten gesagt habe, da war eine Kellnerin, die hat nur so geputzt, so mit ihrer Haltung. Mhm. Natürlich auch sauber, ja. Aber das ist nicht vom Herz. Ja. Und er hat gesagt, probiert mal mit deiner gesamten Körpersprache so Dinge, egal was du tust, hier. Weil all die Bewegungen, die werden gesteuert von deinem Herz und deinem Geist. Genau. Aber deine Bewegungen, die waren einfach so lieblos. So. Und dann, weißt du, dann merke ich einfach, die Frau war überfordert mit meiner Vorstellung über Dinge. Dann hat sie auch aufgehört. Ja, was ich gerade vorhin meinte zu dir, du versuchst immer wieder unumgänglich, als könntest du nicht drum herum laufen, immer eine Verbindung zu deiner emotionalen Seite deines Gehirns. Das heißt, du versuchst immer aus dem Gefühl heraus etwas zu beschreiben. Und deswegen kommst du immer ganz schnell in dieses mit viele Metapher benutzen oder viele Vergleiche zu nutzen. Und ich finde, dass er mir es genauso ist jetzt mittlerweile. Umso älter man wird, versucht man etwas zu beschreiben. Und ich sage auch zum Beispiel meiner Frau häufig, ich kann dir nicht anders beschreiben, als ein Gefühl versuchen zu beschreiben, damit du es verstehst. Weißt du, das ist so. Im Grunde genommen,
das hat nur mit der Achtsamkeit zu tun. Hm. Ja. Weißt du, guck mal, heutzutage viele junge Menschen oder auch ältere Menschen auch, wir sind gewohnt mit so viel Ablenkungen und Zerstreuungen und zu beschäftigen. Ja? Die Leute denken einfach, die, ach, ich kann, also Multitasking ist irgendwie cool. Ja? Aber keiner kann das schaffen, parallel dazu, das eine Sache zu machen und nebenbei noch irgendwas zu machen. Geht auf die. Aber das geht nur auf Kosten der Qualität. So. Genauso steht immer vor in der Beziehung auch. Zu deiner jetzigen Beziehung oder zu deiner damaligen Beziehung, da kannst du daraus sehr viel lernen und gucken, was habe ich richtig getan und was habe ich falsch gemacht. Und warum ist die letzte Beziehung gescheitert? Und natürlich, das ist die gleiche Person, die ich ganz am Anfang so angehimmelt habe, so mich verliebt habe. Hm. Und am Ende, ich spüre sie nicht mehr. Ja. Ja? Woran liegt das? Woran lag das? Einerseits, man liegt nebeneinander, aber jeder mit seinem eigenen Handy. Die Frau liegt zwar neben da, aber und die Frau vielleicht denkt noch parallel dazu an, was muss ich morgen einkaufen? Mit wem telefoniere ich morgen? Irgendwie ständig ist diese Zerstreuung da. Man wird ständig so abgelenkt. Und das Wesentliche, das Dasein, dass mein Freund oder meine Frau, mein Mann, der da neben mir liegt, spüre ich gar nicht. Und man gewöhnt sich dran, irgendwann mal, denkt man einfach, man führt irgendwie so eine, zwar eine gemeinsame Haushalt, aber emotional geht zwei verschiedene Richtungen. Und dann am Ende heißt es so, ach, ich spüre meinen Mann nicht mehr, ist nicht mehr so wie früher. So, jetzt ist nur die Frage, liegt das an der Veränderung dieser Frau oder der Person oder liegt das an deiner eigenen Unachtsamkeit des Daseins? Weißt du? Und deswegen versuche ich immer die Leute durch meine Arbeit zu vermitteln. Probiert mal. Alles, was wir tun, versucht nur darauf zu konzentrieren, was vergangen ist. Ja? Die Vergangenheit kann man sowieso nicht mehr ändern. Die Zukunft weißt du sowieso gar nicht. Das Happiness ist right now. Also hier, was gerade stattfindet. Guck mal, oft die Menschen sagen immer, im Grau. Alle jammern irgendwie, ich leide. Mein Leben sei schwierig gewesen, dies und das. Aber es ist alles Vergangenheit. In dem Moment, wo du jetzt vor mir sitzt, ist es jetzt das Präsenz. Ja, das ist die Gegenwart jetzt. Leidest du? Leidest du, dass du vor mir sitzt? Nein. So. Verstehst du? Ja, ja. Also oft die Menschen leiden nur von der Vergangenheit, weil die nicht davon loslassen können. Ja, ich sag ja auch immer, wenn man in die Vergangenheit schaut, dann findet man nur Schuldige, weißt du? Und wenn man nach vorne schaut, dann weiß man, da kann man etwas formen. Um etwas zu formen, muss man jetzt anfangen, weißt du? Und was ich auch gerade, wo du gerade angesprochen hast, das mit der Jugend. Du hast jetzt sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Leute kommen und gehen sehen. Viele Leute, die kommen sind, die haben deine Erfahrung angenommen, wie du gerade gesagt hast, vorhin, gern angenommen, haben etwas aufbauen können durch deine Erfahrung, durch die Gespräche mit dir, durch das Missouvong an sich. Und wie siehst du heute die Jugend, wenn die jetzt kommen? Also ich habe von vielen gehört, besonders in der Gastronomie-Szene, dass viele Leute, die jetzt nachrücken, die Jüngeren, die haben ganz andere Vorstellungen. Von Arbeit, von Achtsamkeit, was du meintest gerade, diese Geilheit nach Multitasking zum Beispiel. Multitasking gibt es nicht. Das ist immer dieses, man switcht ganz schnell zwischen Dinge und wenn man das ganz gut kann, dann nennt man das Multitasking. Aber keiner kann in einem Moment zwei, drei Dinge tun, ja, wie du es schon beschrieben hast. Weißt du, dein erster Beitrag oder dein erster Anfangbeitrag habe ich mir auch angehört, warum die Jugendlichen heutzutage gar keine Lust auf Schule, macht gar keinen Spaß, oder? Spaß. Ja, weil die ständig abgelenkt sind. Weil die einfach davon glauben, durch YouTube
oder durch Influencen oder wie auch immer ein schnelles Geld kommen. Und dadurch, dass es wieder geht um die Achtsamkeit, das Lernen, ja, haben die gar keinen, die finden gar keinen Spaß. Oder genauso wie die Person findet gar keinen Spaß mehr, mit seiner Frau zusammenzuleben. Ja. Weil das irgendwie, weil seine Gedanken ständig zerstreut ist für alle Möglichen. Und das kreist sich immer nur um dieses ein Wort, Achtsamkeit, egal was man tut. Aber was denkst du mit deiner Erfahrung, mit dem, was du jetzt beobachtet hast in Deutschland? Du bist auch eingebürgert, bist sehr lange hier. Was denkst du, vielleicht findest du auch nicht, ich weiß es nicht, aber was denkst du, was kann man verändern, um die Gesellschaft oder um die Jugend wieder vorzubereiten auf das Leben, wenn sie aus der Schule kommen? Ja, wir sehen ja, dass wir ich habe vorhin auf dem Auto gesagt, ne, die Kinder, die jetzt das Gleiche, was wir früher mit 13 Jahren gemacht haben, Abitur machen die jetzt mit 12 Jahren, aber den gleichen Stoff, weißt du? Und das ist doch einfach nur quälen, noch mehr quälen. Die Kinder sind einfach unvorbereitet. Wo sollen sie Achtsamkeit lernen? Es gibt kein Fach Achtsamkeit. Weißt du, das geht schon von zu Hause los. Ja. Das geht schon von zu Hause los, wenn die Eltern selber schon drauf sind. Mhm. Weißt du? Wenn die dann irgendwie, und wir reden jetzt von vietnamesischen Familien oder Eltern, ja, die denken einfach, die sind auch genauso sehr ambitioniert, Geschäfte zu machen und parallel noch irgendwas, also ständig. Man lässt sich mal so schnell ablenken. Und viele finden es ganz, ganz cool, so ein Gefühl, gefragt zu sein. Mhm, ja. Die brauchen Aufmerksamkeit. Und die, gerade zurück zu deiner Fragen, in die Gesellschaft. Die Gesellschaft fängt wirklich von der Familie an. Das ist da, wo die Kinder als erstes in ihrem Leben gelernt haben. Lernen. Ja? Wie achtsam meine Eltern miteinander umgehen. Mhm. Ja, wenn ich sehe, meine Eltern, mein Vater kommt nach Hause von der Arbeit, der guckt echt mal Fernseher, der ist mit sich sehr beschäftigt. Natürlich, man hat ja auch seine Zeit für Unterhaltung und so weiter oder Entertainment. Aber das sollte auch Zeit geben, wo Gespräche oder wo einfach das Leben in der Familie so gemeinsam sein. Und weißt du, dass jede Tätigkeit, jedes Alltagsleben die Konzentration da ist. Und nicht parallel, ich esse und dann gucke noch Fernsehen das so und so. Und dann lernen die Kinder auch, es ist ganz normal. Natürlich, man wird auch satt, aber dieses Geschmackerlebnis gibt. So total daneben, weißt du? Und das überträgt auf anderen Sachen auch. Seit in der Schule, seit in der Spaß in der Schule, seit in vielen, vielen Dingen am Leben. Das geht alles so vorbei. Wir sind ja beide hier groß geworden oder einen großen Teil unserer Kindheit, ja? Du hast gerade viel von Familie gesprochen gerade eben und auch Beispiele gegeben, warum das alles mit der Familie anfängt. Ich möchte jetzt gar nicht tiefer einsteigen, dass heutzutage schon viele einfach aus irgendwelchen Gründen auch immer keine Familie gründen wollen oder auch viel zu spät damit anfangen. Das ist noch was ganz anderes. Aber wenn ich dich jetzt frage mit deiner Erfahrung, was hat dir so am meisten gefehlt in deiner Familie als Kind damals? Was hat dir gefehlt? Weil du hast gerade von Kommunikation gesprochen, Reden und so zum Beispiel. Was mir gefehlt hat, einfach das kontinuierliche Zusammenleben meiner Familie. Guck mal, meine Mutter ist ziemlich früh geflüchtet aus Südvietnam. Sie wurde von Kapa Namu aufgenommen, Anfang der 80er Jahre. Und da bin ich hängen geblieben. Mir ist die Flucht nicht gelungen. Und ich war selbst zweimal im Gefängnis. Einmal mit 8 und einmal mit 12. Ja, und jedes Mal über einen Monat. Und das ist in so ein kommunistisches System so. Auch Kinder werden eingesperrt. So. Und dann ist meine Mutter ihr Flug gelungen und ich kam dann aus dem Gefängnis, so, aus dem Knast zurück, da war sie schon weg. Das heißt, plötzlich war meine Mutter nicht mehr da. Natürlich einerseits innerlich, sagen wir mal, kopfmäßig freut man sich, dass meine Mutter die Flug gelungen ist. Mhm. Aber andererseits, für ein 8-jähriges Kind,
bedeutet ja auch, meine Mutter hat mich alleine gelassen und im Stich gelassen, weißt du? Aber auch das habe ich dann irgendwann mal verarbeitet, weißt du, so sag einfach, okay, es ist, wie es ist. Die Kinder sind so anpassungsfähig in jeder schwierigen Situation. Nur die Eltern war für den Erwachsenen ist jede Veränderung schwieriger. Aber Kinder, ja klar, viele Leute sagen einfach, oh, was? Du warst alleine und deine Eltern waren nicht da. Ist das schlimm? Ich empfand es gar nicht so. Ja, ich verstehe dich vollkommen. Ja, ja, ich empfand es einfach normal. Also ja. Ich war froh, dass meine Mutter ihr gelungen ist und dann, die hat mich dann rübergeholt am Ende, ja, und das ist toll, so. Aber das, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbrechen darf, aber das prägt dich. Und das, was ich vorhin meinte, das lässt in dir besondere Fähigkeiten im Nachhinein entwickeln. Weil ja. du hast gerade gesagt, es ist eigentlich gar nicht zusammenpassend. Ne? Einmal froh zu sein, dass überhaupt jemand in der Familie es geschafft hat. Du hast dann gerade nur dich erwähnt, aber auch dein Vater und deine Schwester waren im Knast, weißt du? Und das tut einem Kind, das 8 Jahre alt ist, auf keinen Fall gut. Ja, also die Freude, dass die Mutter es wenigstens geschafft hat, aber gleichzeitig diese andere Richtung zu fühlen, dass man die Mutter jetzt braucht, aber nicht da ist. Und das Einfachste, was dann ein Kind einfällt, ist sozusagen im Stich gelassen zu werden. Und damit wird man groß. Und das bleibt. Das ist etwas, was in deinem Charakter verankert wird oder einen Einfluss hat auf deinen Charakter. Ja, das könnte auch deinen Charakter auf eine positive Weise bewirken oder auch negative. Es gibt ja auch Kinder, die ohne Eltern aufgewachsen sind, ihr Leben ist unter die Räder gekommen und dann sind die irgendwie verbandet mit irgendwelchen Gangster und verkaufen Drogen. So. Es gibt ja auch. Also ist nicht gesagt, dass jeder, der dieses gleiche Schicksal wie meine durchgemacht hat, automatisch irgendwie auf eine positive Ebene kommen würde oder so. Mhm. Ich glaube, es ist eine persönliche Weiterentwicklung auch. Natürlich, das Leben im Tempel hat mich viel mehr geprägt als mein Elternhaus selbst. Ja. Aber bleiben wir gerade da stehen, was du gerade sagst, was sehr interessant ist. Ich wollte auch irgendwie nochmal auf das mit der Erfahrung im Buddhismus oder mit dem buddhistischen Tempel mal ansprechen. Und noch viel mehr, noch weiter, und zwar Kindheit. Vielleicht kannst du kurz erzählen, und zwar auch auf der emotionalen Ebene, weil so bist du. Du erzählst nicht einfach so, ich bin da groß geworden, ist Ceylon, ist meine Heimatstadt gewesen, und du versuchst auch ein bisschen immer die Erfahrung zu zeigen. Und vielleicht kannst du uns erzählen, wie wirklich deine Kindheit in Vietnam war. Ja? Und dann danach die Flucht, dieses Gegenspiel in Deutschland. Und dann, wieso du überhaupt dann, du warst mit 14 hier und 2 Jahre später warst du im Tempel. Ich glaube, mit 16 bist du in den Tempel gegangen. Und warum dann in Tempel? Das musstest du ja nicht. Verstehst du? Also deine Kindheit in Vietnam, was hat das ausgemacht? Auch die, ich habe mal gelesen, kommunistische Schulen, was das mit dir gemacht hat. Oder auch dieses, was du dich auch gekränkt fühlst, wenn man das Ho Chi Minh-Stadt nennt. Mhm. Ne? Und genau. Ja, also natürlich, ich stamme aus Saigon in ein District 1, also Zentrum, also aus einer mittelständigen Familienstand, wo uns sehr, sehr gut ging eigentlich. Und dann kam natürlich irgendwann mal die sogenannte Zwangvereinigung. Und das hat natürlich auch politisch und wirtschaftlich für die meisten Südvietnamesen eine massive Veränderung bedeutet. Menschen haben auch von heute auf morgen gar keine Perspektive mehr, weißt du? Und das war natürlich auch eine der Motivationen vieler Südvietnamesen damals, die Flucht so zu organisieren und abzuhauen von dort. Und ich war natürlich wie jedes Kind auch in der Zeit, wo dann mitten in der Nacht meine Eltern vom Bett raus, also gerissen und dann irgendwie zum Boot gebracht. Und dann, und zweimal, sogar mehrfach. Und jedes Mal
Und nach diese Entlassung vom Knast bedeutete für mich schulisch Unterbrechung, große Unterbrechungen auch. Wenn du über einen Monat gar nicht in der Schule warst, weißt du, mit 8 oder mit 9, dann kamst du mit, wo du deinen ganzen schulischen Stoff verpasst hast. Du hast ja natürlich auch gar keine Lust, zur Schule zu gehen, weißt du. Und hinzu kommen diese ganzen propagandistischen Schulsysteme nach Sozialismus, sozialistische Vorstellungen. Das hat mich so gelangweilt, dass ich im Grunde genommen, ich wollte gar nicht weiter irgendwie die Schule besuchen, aber was macht man als kleiner Junge mit 8 oder 9? Du kannst ja nicht ganzes Leben irgendwie ohne Schule, weißt du, das geht nicht. Und da in der Zeit, wie gesagt, meine Mutter war mit Anfang der 80er Jahre in Deutschland schon und wir kamen später, 7 Jahre später. Diese 7 Jahre Familienbruch quasi, ja, die Entwicklung des Kindes und die Entwicklung meiner Mutterseite auch noch mit anderen beiden Geschwistern, die Tannen oder meine ältere Schwester, die waren mit meiner Mutter gemeinsam auf der Flucht und die waren vor uns hier. Mein Vater und ich und meine jüngere Schwester kamen später 7 Jahre. Und nach 7 Jahren war natürlich für eine Familie so viel Brüche. Und meine Eltern, die haben auch nicht geschafft, sich wieder zueinander zu finden, aufgrund dieser Entwicklung meiner Mutter. Und dann haben sich irgendwann mal scheiden lassen. Und das bedeutet für ein Kind in der Zeit auch nochmal, erstmal 7 Jahre ohne Mutti, jetzt Familienzusammenführung und wieder Trennung zu erleben. Ja. Also das bleibt schon was hängen. Auf jeden Fall. Ja. Und da war ich, wie alt war, da war ich 15 oder 14, 16, keine Ahnung. So. Dann hatte ich dann gesagt, ich möchte nicht unter diese Lebensbedingungen weiter in dem Haushalt meiner Eltern wohnen. Weil ich fühle mich immer bevormundet. Ich fühlte mich immer, das, was sie, auch wenn sie glauben mögen, gut zu meinen, das hat mich nicht motiviert. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was gut ist, was schlecht ist, sondern ich brauche jemanden, der mich motiviert. Weißt du? Aber ich konnte natürlich damals mit 15 nicht sagen, jetzt möchte ich meine eigene Wohnung haben. Ich ziehe mir aus hier. Geht doch gar nicht. Ja. Sogar für deutsche Familien geht auch nicht. Da wird sofort Jugendamt involvieren. Ja. Ja. So, dann kam ich da auf die Idee, ja, die einzige Möglichkeit mit meinem jetzigen Alter auszuziehen wäre dann, einen Grund zu haben, der plausibel ist. Ja, und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ja, ich möchte ganz gerne zum Tempel gehen und dort leben, zur Schule gehen und gleichzeitig die buddhistische Lehre lernen und praktizieren. Weil das ist für mich, und damals konnte ich noch nicht so richtig alles formulieren, weißt du, wie, ich hatte noch nicht so dieses Selbstbewusstsein, weißt du, aber ich wusste ganz genau, das ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Ja, und dann mit über ein Jahr habe ich versucht, meinen Vater zu überreden und dann hat er mich irgendwann mal doch gehen lassen. Und das Leben im Tempel war alles anderes wie erwartet, ja, das war ein sehr hartes Leben. Das war kein Leben, wo du dann halt für einen minderjährigen jungen Mann, der im Wachstumphase befand, jeden Tag 4 bis 5 Stunden zu schlafen. Du brauchst schlafen,
Pubertät besonders, oder? Ja. Du brauchst mindestens acht oder 10 Stunden am Tag schlafen. Ich habe körperliche Arbeit geleistet in dem Tempel. Ununterbrochen. Ich bin nicht zur Schule gegangen, sondern gerannt. Weil meine Schule war vom Tempel ziemlich weit weg. Und da fuhr nur alle eine Stunde in einen Bus. Und wenn ich diesen Bus nehmen würde, dann würde ich dann zu früh da ankommen. Wenn ich einen anderen nehme, dann würde ich zu spät ankommen. Das heißt, ich muss irgendwie noch so viel Sachen in Arbeit im Tempel tun, bevor ich dann zur Schule gehe. Und bin dann immer gerannt. Und weißt du, offen gestanden, ich war noch nie gut in der Schule, bis dahin. Noch nie. In Vietnam, wo meine Muttersprache unterrichtet wurde, habe ich ich habe kaum verstanden, worum es geht. Ne? So. Aber in der Zeit, Tempelzeit, wo ich jeden Tag nur 5 Stunden geschlafen hatte und ich hatte gar keine Zeit, um Hausaufgaben zu machen oder zu lernen, trotzdem habe ich jede Prüfung oder jede Arbeiten fast eine Einsen geschrieben. Und am Ende hatte ich eine Abitur, 2 beste Abitur in der Schule geschafft, 1,8. Ohne irgendwas gelernt zu haben. Aber trotzdem, du warst das Leben, diese Grundbedingungen, die da war, die da herrschte in dem Tempel. Du musst dich immer konzentrieren, alles was du tust, achtsam. Du musst jede Kleinigkeiten wird dann korrigiert, sehr streng und nicht motiviert in dem Sinne, sondern einfach kritisiert. So, was ist das? Na, so. Diese sogenannte Barmherzigkeit, was ich dann so immer vom Buddhismus, von einem Tempel so erwartet hatte, war gar nichts. Also verbal war sehr, sehr, sehr hart, weißt du? Ist nicht irgendwie so liebevoll oder so. Aber dadurch bin ich besser geworden. Und ich glaube, dass dadurch, dass das Leben, mein Leben, meine Lebensbedingungen nicht so leicht war, ja, bin ich denn deswegen, das fällt mir jetzt viele Sachen leichter. Ja. Auch mit übertragen auf meine Arbeit auch. Das heißt aber nicht, dass ich überall erfolgreich bin oder so. Ich sag mal so, denn zumindest bin ich dann, das hilft mir sehr viel, in mein Alltagsleben so leichter zu kommen, weil ich dann die ganzen Sachen präziser sehe. Ja. Genau. Also ich bin erstmal sehr dankbar dafür und ich glaube auch viele, die jetzt zuschauen, sind dir sehr dankbar, auch die jetzt hier sind, dass du uns so tiefe Erfahrungen teilst von deiner Kindheit bis hin zur Pagode. Man hat ja gerade gehört, was du für Ängste und auch für Konflikt ausgesetzt warst, einfach emotional. Und wenn du jetzt dich beschreiben würdest, vielleicht in einem Satz, bevor du in die Pagode gekommen bist. Und mit einem Satz, wie du dann warst, nachdem du rausgekommen bist. Vor dem Tempel, da befand ich mich in einem sehr unruhigen, emotionalen Zustand. Durch die Trennung meiner Eltern war sehr traurig, enttäuschend. So. Und nach dem Tempel, das ist für mich wie eine, da fehlt mir die Welt viele Sachen leichter. Und weil die Ausbildung im Pagode sehr, sehr schwierig war. Also das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Ja. Ja. Und ich will jetzt auch ein paar interessante Anekdoten mal erzählen, die ich erlebt habe, also als ich bei dir gearbeitet habe, um einfach nochmal zu zeigen, ja, damit die Leute noch mehr ein Gefühl bekommen. Also wir steigen immer tiefer hinein in deine Erfahrungswelt, in deine Erfahrungsschatz. Aber oft, wir kommen nicht von der kognitiven Seite, wir kommen von der emotionalen Seite. Um zu erkennen, wie war da damals
so zerbrochen, bevor er in Pagode gekommen ist. Und danach kam er raus, weiser. Aber nicht, weil es irgendwie eine kuschelige Ecke war, sondern wie du gesagt hast, ganz anders, als die Menschen es erwarten. Die Menschen denken so, die Leute sind da so geerdet, heißen dich willkommen und helfen dir bei jeder Sache, wo du einen Fehler machst oder so. Nein, das ist knallhart. Ich glaube, viele wissen das nicht. Und jetzt ein Beispiel. Ich habe gearbeitet bei dir und mir ist schnell aufgefallen, das habe ich vorher nie erlebt, aber ich war auch relativ jung. Du hast sehr viele Leute, teilweise junge Männer mit kriminellen Hintergründen in der Jugend aufgenommen und hast ihnen eine Chance gegeben. Homosexuelle, Transsexuelle, wo man sich einfach die Frage stellt, das musstest du eigentlich alles gar nicht. Es gab eine Zeit, wo ich da hingekommen bin, gab es genügend Leute, die zu dir wollten und arbeiten wollten. Es war eine Phase, da lief es sehr, sehr gut. Und ich hatte auch Probleme erstmal gehabt, überhaupt eine Chance zu bekommen. Aber das hat mich erstmal imponiert und mir die Frage gestellt, jemand, der so erfolgreich ist, warum stellt er sich nicht einfach wie man sich eine Frau vorstellt, Vietnamesin vorstellt oder einen jungen Mann, der zielstrebig ist, gut in der Schule ist. Ne? Und du hast halt ganz anders gedacht. Und dann eine zweite Erfahrung, ich war dann, als wir dann die ersten Gespräche hatten bei dir mal oben und hatte ein Personalgespräch und da hatte ich zum ersten Mal eine Katze getroffen oder gesehen. Und die Katze war sehr, sehr, sag ich mal, sie hat sich nicht gefreut über den neuen Besuch. Du hast dir die Katze in den Arm genommen und sie war immer noch halt ein bisschen, sag ich mal, unruhig, ja. Du hast aber nur einen Satz gesagt und du meintest, na, weißt du, Katzen sind die Tiere in Vietnam, die am schlechtesten behandelt werden, wie kein anderes Tier. Diese beiden Beispiele, die ich gerade erzählt habe, ne? Du hast einen Drang und ich habe das Gefühl gehabt, das war unausweichlich für dich nach Fairness, nach Gleichgewicht, weißt du? Als hättest du die Katze gewählt, bewusst, nicht weil du sagst, wie viele hier, die hier aufwachsen, ich bin ein Katzentyp, ich bin ein Hundetyp, sondern eine Art so, was ist mein Erbe als jemand, der so viele schlechte Erfahrungen gesammelt hat? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich meine Umgebung aufbauen? Weißt du, meine Kindheit war natürlich nicht davon befreit, Fehler gemacht zu haben, weißt du? Ich hatte sehr viele Fehler gemacht, aber man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Aber meine Umgebung hat mir diese Chance wenig gegeben. Die haben auch nicht an mich geglaubt, ja, sondern aber ich konnte denen auch nicht irgendwie erwarten, gib mir die Chance. Weißt du, das macht man nicht. Ich konnte nur daran arbeiten, um denen zu beweisen, dass die Chancen, die gebe ich mir selbst. Weißt du? Und ich kenne dieses Gefühl, dass die Menschen, gerade in Vietnam, in Deutschland ist anders, ja. Wenn du einen Fehler gemacht hast, heißt es so, dein ganzes Leben immer so ist. Aus diesem Grund versuche ich immer, denke ich, ich muss immer den Menschen, egal was er für Hintergrund gehabt hat oder welche sexuelle Orientierung er hat oder die hat, das sind alles Menschen, die wollen auch alles geliebt werden. Alle Menschen wollen einfach die Chance haben und die kriegen ja auch von mir, aber nicht nur einmal, du kennst dich ja auch, teilweise einige Leute haben sich noch nicht mehr verdient, diese Chance. Und die haben total verbockt. Aber das ist, ich kann für ihre Karma nicht verantwortlich sein. Und was mit der Katzen angeht, weißt du, Katzen sind halt, die sind nicht devot, die sind nicht wie bei Hunden, weißt du. Die sind sehr eigensinnig, die kommen, wann die wollen, aber die sind sehr straight mit ihrer Emotion. Ja. Bei Hunden, wenn die dann angeschissen werden, dann die sind trotzdem ja so. Bei Katzen, die lassen sich nicht erzwingen. Die sind sehr authentisch, finde ich. Und sehr straight mit ihrer Natur, mit ihrer Art, mit ihrer Haltung. Das mögen die nicht. Auch wenn du mir jetzt Futter gibst, gehe ich trotzdem weg. Ich muss mich nicht irgendwie hier rumbetteln oder so. Und ich mache eigentlich diese Charakter von Katzen sehr gerne.
Vielleicht machen wir jetzt so ein bisschen den Switch zu dem, was du gerade gesagt hast, sehr interessant, auch die Leute, die du so viele Chancen gegeben hast auch und die auch die Chancen nicht genutzt haben. Es sind ja Menschen, du bist der gleichen Meinung, hast vorhin ja auch gesagt, das ist ja alles Ergebnis ihres Umfeldes. Und bei vielen Leuten, die das durchgemacht haben, die halt nicht das Elternhaus hatten und nicht die Erfahrung machen durften wie du, die sind hier aufgewachsen, hier geboren und die leben dann halt in einer Parallelgesellschaft. Vietnamesen bauen halt eine Gesellschaft auf, wo nur die Sprache gesprochen wird, wo halt nur diese Werte ausgelebt werden, auch ähnlich wie bei den Türken und Arabern. Hm. Und ja, dann kommen sehr viele mentale Konflikte, also zwischen westlicher Welt und fernöstliche Werte. Und ich glaube, du hast ja selber erzählt, du bist davon nicht verschont geblieben. Da passiert halt etwas im Kopf des Kindes, wenn man immer so aufwächst. Das heißt, man ist zurückgezogen. Man tendiert immer dazu, introvertiert zu sein, aber eine eher negative Form. Und zwar, man hat nicht mal eine eigene Meinung, weißt du? Aber ich will nur die Frage noch stellen, was würdest du dann jungen Vietnamesen, die heute immer noch so aufwachsen, natürlich ist der Wohlstand größer, man hat iPads und Co., aber dieses mentale Gefängnis, was die Eltern ins Kind hineinstecken, ist immer noch da. Weißt du, besonders wir. Du gehörst zu den Boat People. Ich bin Nachkommen von ehemaligen DDR-Gastarbeitern. Aber das ist ähnlich, die Parallelen. Ja, wir werden so in Käfig gesteckt. Was würdest du heutzutage ein Kind empfehlen, was es machen soll, ja, um einfach gehört zu werden? Ach, weißt du, jeder Mensch, egal wie der hierher gekommen ist, hat verschiedenen Gründen, verschiedenen Hintergründen. Bei dir ist anders wie bei mir, aber kulturell sind wir sehr gleich. Wir kommen aus demselben Kulturkreis und so weiter. Und die Eltern wollen natürlich immer das Beste für die Kinder, aber in deren Vorstellung. Ja? In deren Vorstellung. Die meiden, du sollst Ingenieur werden oder du sollst dies und das werden, weil die selber nicht geschafft haben und weil das eine große Anerkennung verdienen würde, deswegen solltest du das werden, um den stolz zu machen, weißt du? Warum können die Eltern ihren Kindern nicht so sein lassen, wie die sein wollen? Weißt du? Natürlich, das bedeutet nicht, ich halte auch nicht so sehr von dieser sogenannten anti-autoritären Erziehung, sondern ich finde, Kinder brauchen Begleitung. Ja, und deswegen diese Begleitung bedeutet nicht, dass die Eltern den ständig halten müssen, ja, und bloß nicht fallen. Nein, die sollen auch fallen. Aber du begleitest den, wenn die wirklich nicht können, aufzustehen, dann gibst du eine Hilfestellung, damit die Kinder das Gefühl haben, ich kann mich immer auf meine Eltern verlassen, wenn irgendwas ist. Aber das bedeutet nicht, dass sie beim Gehen von ihren Eltern unterstützt bekommen. Das geht gar nicht. Und das machen die Eltern immer ganz gerne im Namen der Liebe. Und die sagen immer, ich liebe euch über alles. Und ich habe das Recht zu bestimmen, was ihr sein soll und darf nicht anders sein. Und ihr dürft nicht anders sein. Das ist keine Liebe. Das ist Egoismus. Und das soll, und das fängt, und das prägt auch den Kinder so sehr. Weißt du, und ich merke auch, selbst bei mir im Restaurant, da arbeiten einige Leute, die auch älter sind wie ich, über 50. Aber vom Alter sind die zwar älter wie ich, aber von ihrem Entscheidungsvermögen trauen sie sich gar nicht. Weil ihre Entscheidungen sind bisher immer alles abgenommen worden von ihren Eltern. Den musst du heiraten, den darfst du nicht heiraten, die darfst du nicht berühren, du sollst diesen Beruf ausüben, etc. und etc. Und das. Und deswegen, und wir wollen natürlich unsere Eltern auch im Namen der Liebe nicht enttäuschen. Hm. Weißt du? Dann, damit die Eltern immer stolz sein. Aber
aber dass die Kinder dadurch so sehr darunter leiden und teilweise auch Depression leiden, ja, das merken die Eltern gar nicht. Und das ist so gefährlich. Ich hoffe, dass die neue Generation, also deine Generation oder eure Generation, anders gehen, anders vorgehen. Frei von diesen ganzen Maßnahmen oder diese ganzen autoritären Erziehung. Also die alles, wie gesagt, wo Licht ist, auch Schatten. Das gibt alles seine zwei Seiten. Es gibt keine perfekte Form. Aber ich glaube fest daran, dass jeder Mensch seine Freiheit verdienen soll, so sein, wie er sein will. Also ich bin ja jemand, der sehr viel mit jüngeren Leuten redet. Würdest du mir eher empfehlen, weil ich habe immer dieses Problem, ich komme zu einem Punkt, wo man erkennt, die Probleme sind immer gleich, was du gerade sagst. Ja? Die Eltern, die denken, sie würden etwas Gutes für das Kind tun, aber das tun sie nicht. Sie kerkern das Kind ein, mental. Mhm. Und ich bin immer dann kurz davor, immer zu sagen, du musst da ausbrechen. Du musst da ausbrechen. Also fühl hinein, was du sein möchtest. Du bist gut erzogen. Du hast gute Noten. Und du möchtest jetzt einfach zum Beispiel jemanden lieben, den du frei wählst. Aber die Eltern erlauben das nicht. Mhm. Und was machst du da, weißt du? Ich bin immer noch einer, der noch zögerlich ist, als jemand, der Ratschläge gibt, der dann sagt, du musst vielleicht das etwas beobachten. Das treibt dich sowieso zu einem Punkt, wo du nicht mehr kannst. Und ich sag dir, du wirst da ausbrechen. In welcher Form? Ob das dann aggressiv ist, ob das dann eher weich ist, ob das einfach ich hau ab ist, weißt du? Aber das ist keine Lösung. Ich glaube, die abzuhauen oder irgendwie konfrontativ, ja, an die Sachen ranzugehen, macht langfristig keinen Sinn. Weißt du, natürlich unsere Eltern, die wollen immer das Beste für uns. Mhm. Also an sich ist gut gemeint. Ja. Ja. Aber die wissen gar nicht, was du willst. Und deswegen, manchmal, wenn konkret jetzt angenommen, jemand hätte ihn, also seine Eltern wollen, dass der diese Person heiraten oder so. Ja, oder du willst gar nicht heiraten, weil du anders orientiert bist. Ja, dann fragen die Eltern, ja, wann willst du wieder heiraten? Du bist jetzt irgendwie schon 28, nein, da wird langsam Zeit hier. Es bedarf doch ein Gespräch, vernünftig, ohne, also sachlich, emotional, aber sachlich, ohne irgendwelche Geschreie, sondern ganz entspannt mit deinen Eltern zusammensetzen, einfach du. Erstmal, du musst deine Eltern ihre Liebe anerkennen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass du so viel Gedanken über mich machst. Und ich weiß auch, dass du gut meinst und ihr wollt immer, dass es besser für mich ist. Ja? Aber stell euch das mal vor. Wäret ihr dann glücklich, wenn eure Eltern euch das zuzwingen würden, euch zu trennen oder andersrum? Ja? Oder du musst bestimmte Person heiraten, die du nicht liebst, von der du nicht... Vielleicht mache ich das für dich für eine gewisse Zeit und ich leide furchtbar darunter. Und meine Frau auch, aber irgendwann mal kommt das raus, dann ist es alles umso schlimmer. Deswegen unterstütze mich, egal was ich bin, lass mich einfach so sein, wie ich bin. Ich weiß ja, die Menschen dann in dem Augenblick so ein bisschen einzuschätzen, diese jungen Menschen, ja, die haben auch ein bisschen die sprachliche Barriere zwischen ihnen und den Eltern. Du weißt, wie die Vietnamesen in der ersten Generation sprechen kaum Deutsch. Und umgedreht, die Kinder der die zweite Generation sprechen wiederum wenig Vietnamesisch zum Beispiel. Also als Beispiel Vietnamesen. Das ist bei den Türken, Araber wahrscheinlich auch ähnlich. Aber ein Gespräch oftmals haben die Kinder keine Motivation, weil sie das Gefühl haben, sie haben schon so
allein ganz einfache Themen wie, was soll ich werden? Es geht ja gar nicht mehr um, kann ich meine Freundin mit nach Hause nehmen? Weil das ist ja viel emotionaler. Und deswegen sage ich denen auch immer, ich versuche zu vermitteln, ich weiß, dass du momentan das Gefühl hast, du bist zu schwach, aber das wird darauf hinauslaufen, dass du ausbrechen wirst, ja, wenn du jetzt nichts tust. Weißt das du? Ding ist, also, wir sind als Kind schon ein ganzes Leben von unseren Eltern an so angewiesen. Aber du musst irgendwann, man muss deinen Eltern sagen, ich bin nach wie vor dein Sohn, aber bin kein Kind mehr. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Ja, dass du dann, weil natürlich man hat immer man hat immer Angst, seine Eltern zu enttäuschen. Ja, ein ganzes Leben, du willst die immer glücklich machen oder zufrieden machen und so weiter. Aber du selbst, ist es überhaupt nicht so wichtig. Und deswegen solltest du jetzt ändern. Und zwar, bleib immer auf eine entspannte Sprachtöne, also nicht anschreien, hey, lass mich in Ruhe oder so, ja, das macht gar keinen Sinn. Das wird die Sache nur noch schlimmer. Das heißt, am besten ist mit dem, auch auf Deutsch, so auf einfach wie möglich, auf eine entspannte Stimmlage, ach lern, Mama, ich weiß, was du meinst, aber das bin ich nicht. Und ich würde das machen, aber du willst auch nicht, dass ich unglücklich bin. Ja? Und wenn das immer noch nicht geht, weil diese Sprachbarriere so groß ist, dann muss man wirklich irgendwie Hilfe holen. Genau. Jemand, der zwei Kulturen so beherrscht, der das irgendwie vermittelt. Moderiert, ne? Du hast vollkommen recht. Also genau da, das ist auch immer mein Ansatz, wenn ich denke, jede Situation ist sehr unterschiedlich. Es gibt Eltern, die auch zuhören können. Vielleicht können sie dem Kind nicht zuhören, aber das Kind sollte vielleicht jemanden holen, der dann halt einen unterstützt zum Beispiel. Ne? Also Entschuldigung, aber überleg dir doch mal, jetzt hast du selber ein Kind. Mhm. Überleg dir doch mal, irgendwann mal natürlich, du gibst ihr alles, das Beste. Mhm. Und so machen deine Eltern ja auch. Die glauben, die geben uns immer das Beste. Ja. Ja? Und jetzt versuchst du mal andersrum zu spiegeln. Guck mal, mein Vater war total schwierig, auch ein Konservative, durchaus sehr offen, liberal, aber der hat irgendwie schon, der ist sehr stur. Du weißt ja, ne? Der war sehr, sehr stur. Der hat irgendwann zu mir gesagt, ja, ich erwarte nicht, offensichtlich keine Enkelkinder von dir zu sehen, zu haben. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, Kinder zu machen technisch ist nicht so schwierig, oder? Aber guck mal, du hast 4 Kinder, du warst auch mit meiner Mutter verheiratet und jetzt bist du geschieden. Ist es ein Ticket für glücklich sein? Also nein. Siehe deine Tatsache. Also ich bin jetzt, so wie ich bin, sehr glücklich. Also unterstütz mich. Wenn du auf den Punkt bringen könntest, ja, und mit Argumenten ganz klar diese Sachverhalt darzustellen, ich meine, jetzt rede ich gerade von mir, aber so, natürlich gibt es noch viel mehr Aspekten oder Konflikten, ja, in der vietnamesischen Familie, was alles wo die Kinder nie so verstanden fühlen, das so ähnlich muss man auch rangehen. Und manchmal die Kinder, die irgendwann, du merkst es ja auch ab einem bestimmten Alter, man ist nicht mehr körperlich zu seinen Eltern. Man, genau, liebt die. Aber man geht auch nicht zu denen und umarmt oder sowas. Ja, das macht man nicht mehr, wenn man so erwachsen ist. Aber die brauchen das auch. Am Anfang reagieren die vielleicht ein bisschen komisch, weil sie schon so lange so nicht mehr berührt, weil die nicht schon lange nicht mehr von uns berührt werden. Aber wenn du die machst, dann merkst du einfach, wie du emotional ihren Herz berühren, ja, könntest. Einfach. Manchmal hilft auch, getrennt, deinen Vater alleine, deine Mutter alleine, einfach in den Arm zu nehmen, einfach, hey, was du alles für mich getan hast. Ich weiß echt sehr zu schätzen, aber authentisch. Ne? Nicht, also jetzt keine Schauspielerei, sondern, und das musst du selber auch, diesen Roller ein bisschen übernehmen oder moderieren, damit die dann merken, dass sie wertgeschätzt
sind. Dass alles, was sie tun, was sie glauben, für dich gut zu meinen, geschätzt werden. Du darfst sie nicht irgendwie unterstellen, aber sag am Ende, ich weiß sehr zu schätzen, aber das bin ich nicht. Ich würde mich unglücklich fühlen. Ja, ich merke auch gerade, merken wahrscheinlich auch die Zuschauer, was du genau damit meinst, mit dieser Wärme. Das haben wir vorhin auch angesprochen, dass diese emotionale Seite im Kopf... Ich nenne das irgendwie Gießen. Weißt du, wie Pflanzen gießen. Und wenn der schon so vertrocknet ist, ja, und der braucht jetzt irgendwie der, Wasser. Und du kannst nicht so schnell gießen. Wenn du so schnell gießt, dann kann die Erde gar nicht aufnehmen. Du musst langsam von Tropfchen und so weiter, bis es der Erde irgendwann mal so das Wasser saugt, genug saugt, und dann werden die Pflanzen auch wieder beleben. Und das ist bei den Eltern genauso. Du darfst auch nicht so schnell machen. Ja, Geduld. Weißt du? Das ist wieder typisch eine Metapher, die man auch sehr gut verstehen kann. Jetzt sind wir im Wasser gießen. Das ist wieder etwas genauso, was man auch, was ich vorhin meinte mit den zwei Hälften des Gehirns. Diese emotionale Seite wieder Verbindung zu bekommen. Die Eltern, die wollen nicht umarmt werden. Das ist wie befremdlich. Aber du auch selber musst erstmal eine riesige Brücke der Hemmung überqueren, um einfach zu sagen, es ist mir egal jetzt, ich umarme jetzt meine Eltern oder meine Mutter, damit sie es endlich versteht oder anfängt, dass es mir wichtig ist. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man erstmal den Menschen berührt, den man liebt, ja, also dieses Instinkt, eine Mutter zu lieben und ein Instinkt, die Tochter zu lieben, das ist in der Natur. Ne? Wir entfernen uns einfach nur kognitiv, weil wir sagen, du musst lernen gehen, ich muss arbeiten gehen. Es gibt keine Berührung am Tag. Aber jetzt, wenn du wirklich die Mutter umarmst, dann kommt diese Verbindung wieder zu der emotionalen Seite. Und man kann nicht anders als emotional werden, weißt du? Und wir haben jetzt gerade eigentlich so auf der Ebene gesprochen, so etwas wie Zugehörigkeit, ja, zu sagen, wer bin ich eigentlich in der Gesellschaft? Bin ich eher liberal, westlich oder bin ich eher doch vietnamesisch, weißt du, konservativ? Und das ist ein Konflikt. Und wir haben jetzt gleich, wenn man sagt, wenn die Leute, die Zuschauer jetzt wissen wollen, was ist denn nur das Ergebnis? Wie komme ich aus dieser Tragödie raus? Ja, aber du musst dich auch nicht irgendwie jetzt dich kategorisieren, weißt du? Natürlich, du hast diese vietnamesische Seite von dir drin und gleichzeitig, du bist hier in diese Gesellschaft geboren, hineingeboren und aufgewachsen. Und das Komische dabei ist, du hast so viel was Gutes in diese Gesellschaft gelernt, aber du kannst nicht mit deinen Eltern teilen. Es ist irgendwie so eine Blockade, weißt du? Aber man muss die auch nicht zwingen, deine Sachen zu akzeptieren oder so zu liberalisieren. Du musst gar nicht von denen erwarten. Sondern wichtig ist, das, was du von beiden Seiten in dir hast, kannst du daraus deine eigenen Kreation vom Lifestyle, von deiner. Und ich glaube, jede Seite hat was Gutes. Und jede Seite hat auch seine Schattenseite. Ja, ich würde nicht sagen, dass alles, was aus der deutschen Seite ist, immer perfekt und gut. Ja, und auch vietnamesisch ist alles schlecht. Man kann, und ich glaube, so wie ich das jetzt bin, und ich, das ist auf jeden Fall eine Zusammensetzung, eine Kombination von beiden Kulturen, die mein Leben bereichern. Und nicht nur, ich gebe mein vietnamesischer Background auf, um was Neues aufzunehmen. Jetzt bin ich komplett neu. Und du wirst trotzdem in diesem Land nicht als Deutscher abgenommen. Genau, wir kommen jetzt genau in das große zweite Thema sozusagen, die Zugehörigkeit. Was du gerade gesagt hast, Menschen, die wirklich hier groß geworden sind mit Migrationshintergrund, die haben ja keine andere Wahl, als zu sagen, sich irgendwo in der Mitte zu identifizieren. Ne? Und du hattest mal beim Tagesspiegel ein Interview gehabt und ich zitiere, was du dazu gesagt hast, weil die Dame hat da dich gefragt oder der Herr, du bist ja häufig in Ceylon heute und fühlst du dich da daheim? Und du hast gesagt, in meiner Seele bin ich tief vietnamesisch, vielleicht vietnamesischer als viele Einheimische. Ich kenne dort heute kaum jemanden,
Deshalb fühle ich mich manchmal fremd. Auch in Deutschland frage ich mich oft, wo ich hingehöre. Hier bin ich kein Deutscher, in Vietnam gelte ich als Ausländer. Und meine Frage ist, du bist hier integriert, du bist erfolgreich und du führst auch ein glückliches Leben, sagst du. Aber wie ist es für dich eigentlich, heimatlos zu sein? Weißt du, ich fühle mich irgendwie gar nicht benachteiligt oder so. Weißt du, und sehe denn eigentlich mich eher als Weltmensch. Also jetzt aufgrund meiner Lebensumständen. Ja, also ich bin weder das eine noch das andere. Sondern auf jeden Fall, du hast immer Vorteile, zwei Kulturen in dir zu haben. Ja. Vor allem Deutschen, du hast zwei Kulturen, weil du beherrschst erstmal die deutsche Kultur, aber du hast trotzdem diese spannende vietnamesische Seite in dir. Ja? Im Vergleich zu dem, der hat nur eine deutsche Kultur in sich. Und bei den Vietnamesen in Vietnam, dann bist du, du hast ja zwei Facetten auch. Natürlich, die Menschen brauchen manchmal einfach so einen Ort, wo die sagen einfach, das ist meine Heimat. Ja? Aber ist es der Heimat, ist da, wo du geboren bist oder ist da, wo du dich wohlfühlst? Weißt du? Weil wenn du in ein Land geboren bist, ist zwar dein Geburtsort, aber so nicht, das bedeutet nicht, dass es deine Heimat. Weil Heimat ist etwas, was in deinem emotionalen Raum, wo du dich wohlfühlst, wo deine Freunde da sind, wo du verstanden wirst, wo du dich auskennst, wo du die ganze Integration beherrscht. Und das ist für mich das Heimat. Und nicht Heimat, da, ja, ich bin in Vietnam geboren, das ist meine Heimat. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt da ist, weißt du? Aber wir gehen gleich nochmal ich glaube, dieses Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit hat sehr, sehr viele Ebenen. Und was du gerade sagst, da bin ich sofort bei dir. Ich identifiziere mich auch so. Es gibt viele Leute, die haben durch den Hass oder durch dieses, nicht was du meintest, dieses den Eltern nicht honorieren, dass sie es nur gut meinten, haben sie gesagt, ich bin nicht mehr Vietnamese, ich möchte jetzt Deutsch sein. Ich will nichts mit der Kultur zu tun haben, ich möchte kein Vietnamesisch mehr sprechen. Aber das holt sie dann irgendwann wieder ein in der Zukunft. Und was ich meine ist zum Beispiel, ich habe mich ziemlich lange wohlgefühlt und mich auch selbst identifiziert als jemand, der Migrationshintergrund hat, aber trotzdem hier integriert ist. Ja. Aber sobald du ein bisschen Erfahrung mit Rassismus zum Beispiel hast, ja, ich kann mich daran erinnern, ich habe mit 10 angefangen Fußball zu spielen und wir hatten gegen eine Mannschaft fast jedes Jahr einmal gespielt. Also ich war relativ jung, aber ich ging immer eine Jugend höher und die andere Mannschaft ging auch immer eine Jugend höher. Also ich habe immer gegen relativ die gleichen Spieler gespielt vom Gegner. Und es gab eine Mannschaft, da haben wir mal geführt, wir waren am Gewinnen und da lief er mir vorbei und hat gesagt, scheiß Chinese. Und das war meine erste Erfahrung, erste rassistische Erfahrung und so. Und in dem Augenblick konnte ich damit nichts anfangen. Weißt du, ich war, es war für mich so einfach dieses den Boden wegziehen, sozusagen, weißt du? Wir kennen uns, wir begrüßen uns sogar als Gegner, weil wir uns einfach von klein auf jedes Jahr einmal treffen, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal. Und plötzlich sowas zu hören, weißt du? Und ich glaube, es ist ein Unterschied, weil viele Deutsche auch sagen, man kann sich mit seiner Kunst oder mit seiner Kreativität identifizieren, man muss ja nicht mit seiner Heimat identifizieren. Aber der Unterschied ist, wenn du die Wahl hast, weißt du, wenn du Deutscher bist und sagst, ich identifiziere mich nicht mit der Nationalität, sondern mit meiner Kunst, weißt du? Okay, ich weiß ganz genau, was du meinst. Weißt du, natürlich, das ist nicht schön, so als kleiner Junge so erlebt zu haben, aber du weißt ja, Kinder sind sehr gemein. Manchmal die meiden, es war so, aber die haben gar nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ja, weil viele nennen uns ja auch hier in Deutschland als Fidschi oder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, Vietnamesen hat mit Fidschi Island gar nichts zu tun. Weil das sind wirklich dumme Leute. Guck mal, ich lebe hier seit 87.
Und ich habe noch nie ein einziges Mal was Negatives erlebt. Ja? Und das hat natürlich mit deiner Grundeinstellung zu tun. Natürlich, wenn jetzt ein Kind zu mir sagt, dann sage ich einfach, ach, das hört sich rassistisch an. Ja, aber das Kind weiß selber auch nicht, was er gesagt hat. Das darf man auch nicht so übel nehmen. Aber guck mal, selbst in Vietnam, wo wir scheinbar sind, so vietnamesisch aussehen, da herrscht ja auch innerhalb unseres Landes so viel Diskriminierungen auch. Die Südvietnamesen mögen die Nordvietnamesen nicht und die Nordvietnamesen mögen die Zentralvietnamesen nicht. Weißt du, so gibt ja auch. Und Menschen, und das ist einfach, das ist zwar dumm, ja, aber es gibt sogar in unserem eigenen Heimat auch. Ja, es ist, und wir leben nur mal hier, auch wenn du hier geboren bist. Trotzdem, du bist hier als Gast hier. Du bist nicht deutsch im ursprünglichen Sinne. Ja? Und wenn man sich überlegt, was Deutschland für uns schon gegeben hat, für Chancen, Möglichkeiten, ich finde, das ist das Gegenteil von rassistisch. Ja? Und von wegen ein paar Idioten oder Kinder, die dann so gesagt haben, ich lache nur doch darüber. Und das hat, ich glaube, das hat sehr viel am Ende. Sicherlich gibt es auch Rassismus in Deutschland. Aber mir ist noch nie begegnet. Ja, und das hängt davon ab, in welchem Kreis du dich bewegst. Und du kannst auch nicht irgendwie diese Vorurteile der Leute einzelnen anders beweisen oder irgendwie sag einfach, mach das nicht oder so, sondern lebst einfach dein Leben selbstbewusst weiter und mit Rechten und Pflichten. Und ja. Ja, du bist wirklich einer der wenigen, der mir das erzählt, dass du wirklich keine Erfahrung mit, also schlimme Erfahrungen gesammelt hast. Ich glaube, das ist auch in die Form, was du gerade sagst, wie man das ja definiert. Wenn jemand mir sagt oder zu dir sagt, scheiß Chinese, dann sagst du dir, okay, das ist etwas, was Dummes ist. Und die Kinder, wenn es ein Kind sagt, dann erst recht, weil das Kind nicht weiß, was es sagt, weißt du, und das ist für dich noch kein Rassismus vielleicht auch. Und ich habe auch mal aus einem anderen Zeitungsausschnitt was rausgesucht, was du gesagt hast, auch ein Zitat. Ich betrachte das hier für mich als wertvollen Boden, auf dem ich die Möglichkeit habe, mich zu entwickeln. Mhm. Ich bin ein gern aufgenommener Gast in Deutschland und so habe ich mich zu verhalten. Das hast du gesagt. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil du musst dir vorstellen, ich bin zum Beispiel jetzt Kapitän einer deutschen Fußballmannschaft jetzt hier. Also, das heißt, echt? Ja, also ja, eine rein deutschen, fast rein deutsche. Also ich war einer der ersten Namesen, die dort angefangen haben. Mittlerweile sind wir drei. Aber ich war Kapitän schon bevor sozusagen zwei weitere zugekommen sind. Also deutsche Mannschaft heißt jetzt, ich bin ein Freizeitverein. Und ja, und wenn man halt, es gab mal eine Frage, und zwar, ob wir einen Türken aufnehmen wollen. Einfach Probetraining. Und da fing die Mehrzahl an zu sagen, nein. Weißt du, nein. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, was bin ich eigentlich für ein, was spiele ich eigentlich für eine Rolle in dieser Mannschaft? Ich bin Kapitän, weißt du, die respektieren mich als Kapitän. Und ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, wenn Leute gesagt haben, wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von Namen. Aber weniger von denen, die herkommen und Sozialwesen ausnutzen, weißt du? Aber dieser schmale Grat, wenn ich zum Beispiel vor einer Woche jemanden auf der Straße getroffen habe, einen Fahrradfahrer in Prenzlauer Berg, ein Hipster mit seinem Kind auch noch bei sich. Und er hat sich falsch verhalten im Straßenverkehr und ich habe ihn versucht zu erklären. Ein Wortgefecht. Und als ihm die Argumente ausgingen, hat er nur gesagt so, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Etwa in Singapur oder Shanghai. Und ich sage so, ich habe mir einfach in dem Augenblick gedacht, weißt du, wenn ich so auf das gleiche Niveau gehen würde, würde ich sagen, ja, was bist du denn für ein Nazi-Schwein? Weißt du, aber ich weiß, er ist ja kein Nazi. Ich weiß, dass, weißt du, für mich ist so, in jedem Menschen steckt ein Rassist. Verstehst du? So wie die Welt gerade funktioniert, steckt in jedem ein Rassist. Aber wir müssen anfangen, das anders heranzugehen. Weil du musst dir vorstellen, wie sollen sich die Kinder fühlen, die hier geboren sind? Vietnamesische Kinder, einen deutschen Pass von Anfang an, sie kennen keine andere Kultur. Oder Mischlinge. Oder Kinder, die adoptiert worden sind. Also früher, Boat People sind ja viele Kinder auch hier weltweit adoptiert worden, einfach als Symbol, wir helfen dieses Land, diesen Leuten, die jetzt unterdrückt werden. Und die wachsen dann auf nur mit einer einzigen Kultur, obwohl die anders aussehen. Und ich finde,
musst du zum Beispiel jetzt, Engdahl, als jemand, der mehr Steuern zahlt als jeder Durchschnittsdeutsche, weißt du, du hältst dich an die Regeln, du hast dich integriert, musst du dich noch als Gast fühlen? Weißt du, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Weißt du, guck mal, das ist natürlich, Deutschland ist inzwischen auch ein Einwanderungsland geworden. Also im Vergleich zu 30 Jahren damals. Inzwischen in Berlin ist es so bunt, es gibt ja alle möglichen. Aber dennoch diese gesellschaftliche Akzeptanz, ja, das heißt nicht, dass die Leute uns nicht akzeptieren, sondern es ist immer noch nicht so wie in Amerika, weißt du? Es ist auch sogar die erste Generation meiner Verwandten, die sagen einfach, hey, wenn die bekennen sich als American, auch wenn die in Vietnam geboren sind. Aber wenn man mich hier in Deutschland fragt, woher kommst denn du? Ich sage, was bist du denn für ein Land? Ich sage niemals, ich bin Deutscher. Ich sage einfach, ich bin, auch wenn ich einen deutschen Pass habe. Und die meisten Zeit meines Lebens habe ich hier verbracht. Und trotzdem sage ich einfach, ja, ich bin Vietnamese. Das ist noch nicht so weit. Ja. Von beider Seite. Genau. Von mir und von deren Seite auch. Und ist auch nicht so schlimm. Aber jetzt zurück zu deinem Erlebnis mit dem Typ da. Guck mal, überleg dir doch mal. Wenn du, das hat am Ende mit deinem persönlichen Volumen zu tun. Wie du das ganze Erlebnisse und deine Erfahrung so damit umgehst. Wenn du jetzt das Glas hier nimmst, mit so wenig Wasser, und du nimmst 2 Löffel Salz, tust du die hier rein, umrührst, natürlich, das schmeckt sehr salzig, oder? Aber wenn du diese 2 Menge von der gleichen Menge Salz und du tust in einem größeren Volumen Flüssigkeit, dann ist das schmeckt natürlich nicht so salzig. Und jetzt ist die Frage, welches Volumen du hast. Ja, wie du das alles oder ich sag mal auch so, warum reagieren die Menschen manchmal so auf Kleinigkeit, so emotional oder die und der sollte dies und das gesagt haben. Das hat mich nicht gepasst und so weiter. Und jetzt ist nun die Frage, liegt das an der Sachverhalt oder an mir selbst? Ja. Weißt du, manchmal, wenn du mit dir im Reinen bist, also das heißt, dein Volumen ist größer, ja, dann ist diese ganze Erlebnisse positiv und negativ. Das hängt wirklich von dir persönlich ab. Ja. Und dann merkst du einfach, es ist nicht so schlimm. Ich weiß, was. Dann streichst du auch andere Energie aus, weißt du? Und dann wirst du wahrscheinlich bestimmt auch nicht mit dem Typ da diskutieren. Oder manchmal, wenn ich dann merke, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, weißt du? Ich halte sogar mitten im Verkehr an, damit eine Person über die Straße vorbei überqueren konnte. Aber im Alltagsleben geht es wieder ganz schnell, dass ich dann auf meine Vorfahrt darauf bestehe und sage einfach, das ist hier meine Vorfahrt, die muss so lange warten, bis kein Auto mehr da ist und es dann kann. Weißt du so, warum könnten wir mal nicht anhalten? Ist auch eine nette Geste, ist auch nicht so schlimm. Und wenn das jeder sich so verhalten würde, dann gibt es keinen Krieg, dann gibt es keine Konflikte und am Ende, du fühlst dich am besten daran. Genau. Du hast gerade zum Schluss eine sehr interessante Kurve bekommen zu dem ganzen Thema. Was du gerade beschrieben hast mit dem Gefäß. Ich habe ja von dir gelernt, auch von meinen Eltern gelernt. Mein Gefäß ist groß genug. Ich habe mich in dem Augenblick nicht traurig gefühlt, als meine Kollegen gesagt haben, wir nehmen keinen Türken auf. Oder als der Typ mich dann gefragt hat, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, irgendwo in Asien. Weißt du, sonst hätte ich ihn beleidigt. Sonst hätte ich den Verein verlassen, weil ich sage, ich gehe doch nach Prenzlauer Berg und suche mir irgendeinen Verein, wo liberale Werte gelebt werden. Aber ich suche mir bewusst nicht den einfachen Weg, weil ich mir die Frage stelle, es ist dumm, was die Leute gesagt haben. Sie haben in dem Augenblick dumm gehandelt. Und sogar noch so dumm, dass sie aber vor ihren eigenen Kindern das getan haben. Und deswegen, ich habe selber ein Kind und dann denke ich mir, was hat das Kind jetzt mitgenommen durch diese Streitereien?
weißt du? Es ging nur banal um einen Konflikt auf der Straße, um ein kleines Problem. Und was ich dir nur sagen wollte oder hier vermitteln wollte, ist, Rassismus ist sehr, sehr komplex. Mhm. Und wir dürfen die Leute nicht sagen, du bist jetzt rassistisch, weil ich stell mir jetzt vor, er hat jetzt vielleicht Schuldgefühle über sein Kind. Was habe ich bloß gerade gesagt? Weißt du, dem Prenzlauer Berg, ich lebe liberale Werte und jetzt habe ich jemanden rassistisch beleidigt. Und jetzt muss er in seinem Kopf rattern, ohne eine Erfahrung, ohne diese kostbare Erfahrung, die wir gemacht haben in zwei Kulturen, muss er jetzt mit einer Kultur versuchen, dieses Problem zu lösen. Und ich versuche jetzt sozusagen Ansätze zu finden, wie man unsere Gesellschaft, wo nicht alle zwei Kulturen in sich tragen, wie man das von Anfang an vermittelt, weißt du? Mhm. Und da steckt es eigentlich schon drin, dass man versucht, schon in den Schulen beizubringen, was heißt das, ein Weltmensch zu sein, was du gesagt hast. Es gibt nur ein Land auf diesem Globus eigentlich an sich. Und wenn wir es so betrachten, weißt du? Ja, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, aber dann bist du sehr, das wäre schön. Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn das so funktionieren würde. Aber am Ende geht es nur um deine und deren persönliche Weiterentwicklung, um das. Und das kannst du nicht sagen, einfach, ich finde es gut, wenn wir jetzt so liberal sind und dass wir einfach so offen für alle sind. Das hilft nicht. Das ist genau das, was ich meinte. Es dreht sich letzten Endes im Kreis, das Problem. Es geht immer wieder auf die individuelle Person wieder zurück. Weißt du? Nur mit sich selbst. Immer mit sich selbst, weißt du? Und genauso betrachte ich halt diesen Person vor mir. Was ist schiefgelaufen bei ihm individuell? Und wenn ich jetzt einen Radfahrer da sehe, der so reagiert, dann habe ich auch erstmal Verständnis. Er hat nur diese eine Kultur. Er hat wahrscheinlich wenig mit Ausländern zu tun gehabt. Und ich bin selber durch dieses Schulsystem gegangen und ich weiß, nirgendwo wird Rassismus thematisiert, nirgendwo wird Homosexualität thematisiert. Aber wenn man Homosexualität auf einem Gymnasium oder auf einer Oberstufe mal anspricht, ja, dann wird gleich gehänselt, gelächelt und gesagt, oh, ausgegrenzt. Weißt du, diese Menschen werden in eine Parallelgesellschaft gezwungen. Die suchen das nicht aus, aber müssen wir das? Und wir müssen das natürlich nicht. Aber überleg dir doch meinen Namen. Ein Baby, ne? Ein Kind. Und deine Tochter, die hat diese Ausgrenzungen gar nicht. Weißt du, für sie, was auf dem Boden liegt, tut sie alles im Mund. Die weiß gar nicht, was schmutzig ist, was sauber ist. Das hast du denen beigebracht. Nein, pfui, 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 das isst man nicht. Weißt du, oder das ist gut, das ist schlecht. Du lernst von deinen Eltern in der Gesellschaft, in deinem Elternhaus. Was gut sei und was schlecht sei. Die Menschen lernen einfach irgendwann mal, sich selbst auszugrenzen. Hm. Ja, und alles, was ihnen anders erscheint, ist unnormal. Aber was ist denn normal? Homosexualität ist halt nur vielleicht 10% der Bevölkerung, oder? Ja, immer eine Minderheit, ja. Ja, und aber 90% ist normal. Ich kann doch nicht sagen, die sind alle, 90% sind alles langweilig. Nein, das ist eine bunte Vielfalt des Lebens. Das ist normal, finde ich. Und wenn die Leute immer glauben, das, was sie kennen, so wie ein Frosch unter dem Brunnen, kennst du das? Wenn ein Frosch der unter einer Brunnen liegt und er guckt nach oben und er sieht diese Öffnung von der Brunnen und er sieht, das ist der Himmel, den ich sehe und das ist alles. Ja? Und eigentlich außerhalb dieser Öffnung, Brunnenöffnung, gibt auch noch, ist die Welt noch größer. Und das kann doch nicht sein, das ist, aber du kannst doch nicht dafür verantwortlich sein, wenn die Leute mit ihrem Horizont so begrenzen. Ja, und du sagst was Interessantes an, weil eines meiner Mottos ist ja auch, ein Mensch kommt im Leben immer weiter, wenn er verschiedene Perspektiven versucht zu verstehen. Man sieht eine Sache und mit seinem Verständnis versteht man diese Sache. Man denkt, man versteht es. Aber hört man eine andere Sichtweise, wie siehst du das? Ja, dann hat man plötzlich eine andere Perspektive, egal ob man das annimmt oder nicht. Aber das bleibt im Kopf. Und umso mehr Perspektiven man hat, wie der Frosch im Brunnen, ja, wenn er hochspringen würde, würde er merken, die Welt ist groß, aber er hat nur diese Perspektive. Kommt ein anderer Frosch runter, erzählt, da gibt es noch was anderes, dann ist seine Perspektive wieder anders. Und bei mir ist halt so, weißt du, man sieht jetzt in der Gesellschaft, die AfD zum Beispiel wird stärker,
Trump, der versucht jetzt USA auch zu isolieren sozusagen. Man merkt diese Anspannung. Weißt du, die Flüchtlinge kommen jetzt aus Afrika und wollen jetzt hier rein. Und AfD wird ja stark, weil sie dagegen etwas tun wollen. Weißt du? Und ich sag mir einfach, genauso wie Rassismus kann man irgendwann nicht mehr weggucken. Du hast recht, man muss auf die individuelle Ebene. Und es geht nur auf die individuelle Ebene, den Leuten das zu vermitteln in der Schule. Zu Hause in Erziehung. Ganz wichtig, was du gesagt hast. Man müsste die Lehrer, die Eltern heutzutage eigentlich sogar unterstützen, in Ausbildung Eltern zu sein. Aber nein, stattdessen ziehen den werdenden Eltern noch mehr Zeit weg. Der Vater muss sofort arbeiten gehen nach der Schwangerschaft. Die Mutter muss dann ein Jahr lang alles schaffen. Papa kommt müde nach Hause. Keiner kann sich um das Kind kümmern. Das Kind ist irgendwie eine Last. Aber das Kind ist etwas, das Schönste, was man haben kann. Das Kind ist Zukunft. Das Kind sorgt dafür, dass die Gesellschaft immer weitergeht. Aber was ist, wenn die Kinder immer weniger Kinder bekommen? Die Kinder immer älter Kinder bekommen? Und die Kinder immer sagen, der Afrikaner bleibt nur da drüben, weil der ist mir fremd. Weißt du? Das sind alles Dinge, wo ich merke, wir entfremden uns. Auch das, was du gesagt hast, dass wir... Und woher kommt das, diese Entfremdung, das kommt von Mangel an Liebe. Genau. Wenn Dinge wachsen sollen, ja, oder positiv entwickeln sollen, dann muss das... Ich sag mal ein Beispiel, wenn du einen Baum anpflanzen willst, und du kannst ja nicht immer zu denen gehen und beschimpfen, hey, du blöde Pflanzen, warum wächst du das nicht? Ja, warum bist du nicht so, wie ich möchte? Dann musst du erstmal gucken, hast du diese Pflanzen, seine Grundbedingungen richtig gesorgt? Du kannst ja nicht, ob der genug Erde bekommt, genug Wärme, genug Flüssigkeit, genug Temperatur, seine Grundbedingungen. Ja, und auch, und das geht auch wie eine gelungene Integration auch, weil, weißt du, in Deutschland schimpft man manchmal auf die, bestimmte ethnische Gruppierungen, die nicht so gut gelungen wie bei den Vietnamesen, ja. Und das muss man erstmal gucken, woran liegt das denn? Weil jede Pflanzen, wir sind eine tropische Pflanzen, die brauchen andere Bedingungen wie eine Wüstenpflanzen. Du kannst nicht so viel Wasser reintun, dann verfaulen die ja auch, ja, die Wurzeln. Und deshalb, am Ende muss man die Ursache an den Ursprung suchen und nicht nur den Symptom. Ja? Und das ist genau das. Und ich glaube fest daran, viele Sachen, die könnte so leicht durch Liebe gelöst werden. Ja. Gelöst werden. Ja. Und guck mal, ich sag mal so, wenn du gerade deine Erfahrungen oder diese Vorfall mit dem Verkehr da vorhin, guck mal, natürlich, du warst auch sauer. Natürlich, ja. Du warst sauer. Und warum warst du sauer? Weil er dich an dein Ego verlästert. Jetzt versuch mal, so dein Ego zu vergessen. Wenn du jetzt kein Ego mehr hättest, dein Ich sei nicht so wichtig. Ach, scheißegal, alles gut. Weißt du? Und mein Ich ist, was kostet mein Ich? Gar nicht. Du weißt, was du bist. Du bist wertvoll genug. Dann die meisten Leute reagieren extrem darauf, weil die natürlich diese Ich in dem Moment verletzt fühlen. Und wenn ich trainiere das ja auch, immer gucke ich immer zu mir, nach innen drin. Warum reagiere ich jetzt? Warum reagiere ich jetzt irgendwie emotional? Ja. Warum, weißt du, wo ist meine Volumen? Genau. Damit die Leute es auch wirklich verstehen, jetzt was Engdahl meint. Engdahl ist einer, der hat selber gesagt, er trainiert das, richtig? Das heißt, ich praktiziere. Genau, praktizierst, das heißt, du reflektierst auch. Und das heißt, es ist nicht schlimm, wenn ihr sauer seid in dem Moment. Es ist nur wichtig, danach das zu verstehen, einen Weg zu finden, das zu verstehen und dann sich Stück weit immer weiter entwickeln. Und du bist dann so weit, dass du wahrscheinlich in vielen Situationen einfach sagst, nein, ich reg mich jetzt nicht auf. In der Situation. Während ich vielleicht noch so jung bin und sage, ich bin erstmal sauer. Ich beleide ihn nicht als Nazi, sondern ich bin erstmal sauer.
Aber allein Respekt vor seinem Kind, Respekt vor meinem Kind, fahre ich einfach weiter erstmal. Und im Nachhinein überlege ich, okay, beim nächsten Mal, warum schaffst du es einfach nicht, ruhiger zu sein? Das ist doch dein Anspruch. Und das ist genau das, was wir heute im Gespräch, denke ich, immer auch mitgeben wollen. Also ich kann immer noch immer weiter rein in diese Welt der Gefühle rein definieren, was ich dann dabei denke oder meine weibliche Seite meines Gehirns, weißt du, und das habe ich durch dich, muss ich ehrlich sagen, obwohl wir 15 Jahre uns nicht getroffen haben, immer wieder hingedrängt gefühlt. Natürlich immer wieder andere Einflüsse, die mich an dich erinnert haben, aber damit die Leute auch draußen verstehen, wenn ihr Leute habt, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt über Probleme reden, dann redet, sucht Kommunikation, sucht einfach eine Bindung, gehört zu werden. Weil viele Leute sind verschlossen, weil sie aus ihrer Kindheit noch die Prägung mit sich tragen. Sie wollen eigentlich reden und sie können eigentlich auch reden, aber sie tun nicht, weil sie immer noch Angst haben, nicht sagen zu dürfen. Weißt du, im Grunde genommen, zum Letzten, ich würde einfach nur ein Wort sagen, das Leben ist nur ein paar Jahre. Wer sagt, dass ihr bis 80 lebt? Und selbst wenn ihr 80 leben würdet, ist auch begrenzt. Ist doch nicht ewig. Mhm. Also deswegen haben wir nur eine bestimmte Zeit zu leben. Und versuchen wir natürlich glücklich zu sein. Weißt du, und glücklich sein ist bedingt durch nicht materiellen Dinge. Da gibt genügend Menschen, die haben genug an materiellen Dingen, besitzen und trotzdem, die fühlen sich furchtbar unglücklich. Mhm. Und kannst du auch jede Sekunde glücklich sein, wenn du deine Vergangenheit vergisst, wenn du dein Ego vergisst und nicht an der Zukunft denken? Nein, musst du gar nicht daran denken, arbeite jetzt fleißig, dann weißt du, dass du dir irgendwann mal leisten kannst. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine Frage an dich, weil gerade dieser Podcast so frisch ist, dieses Format so frisch ist. Was nimmst du mit aus diesem Gespräch? Also ich muss dir erstmal sagen, Nam, ich bin dankbar, dass du mir angesprochen hast. Und natürlich meine Erfahrung, meine bescheidene Erfahrung sind für viele vielleicht sehr abstrakt, weil, wie ich vorhin erwähnte, jeder nimmt deine Erfahrung oder meine Erfahrung anders wahr. Genauso, ich kann gar nicht nachempfinden oder du vielleicht noch ein bisschen, aber wie schmerzhaft eine Geburt ist für deine Frau. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist ihre persönliche körperliche Erfahrung. Nur sie kann das nachempfinden. Wir können es vielleicht auch mitfühlen und sagen einfach, wow, unglaublich. Aber diesen Schmerz, deswegen sage ich ja, meine Erfahrung, die ich mit Schmerzen beseitigt habe. Das klingt vielleicht für euch, für den Zuschauer sehr unterhaltsam und vielleicht inspirierend eine oder anderen. Aber am Ende muss jeder für sich selbst die Erfahrung machen. Und ich finde, zurück zu deiner letzten Frage, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, was du tust. Und vor allen Dingen, du hast mir gesagt, das ist für mich nicht wichtig, ob das wirtschaftlich ist oder nicht, sondern das ist das, was mir auf dem Herzen liegt. Und genau das. Weißt du, das Geld, aber das macht dich glücklich. Und das ist am Ende darauf kommen an. Und nicht, wie viel Geld ich dadurch verdiene. Ich danke dir erstmal, dass du gekommen bist und wirklich für deine Geschichten, kostbaren Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Gerne. Ihr müsst euch vorstellen, was er gerade gesagt hat. Ich mache das hauptsächlich aus der Motivation, dass ich jetzt eine Tochter habe. Ich habe einfach überlegt, in was für eine Welt soll meine Tochter groß werden? Welche Fragen wird sie mir stellen, wenn sie Dinge sieht, die ich hätte besser machen können? Ich wollte nicht irgendwann mal keine Antwort geben können. Und daher mache ich das mit dem Podcast. Und daher unterstützt ihr mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und von dem Kanal erzählt. Und nur so können wir solche Inhalte, solche tollen Menschen mit solchen tollen Lebenserfahrungen zeigen und die auch gehört werden wollen und auch bereit sind, ja, unentgeltlich Zeit zu opfern und uns ihre Erfahrungen mitzugeben.
damit wir reflektieren können. Und schreibt immer fleißig in den Kommentaren, was ich besser machen kann, was euch gefallen hat, was nicht. Diskutiert mit, besucht meine Facebook-Gruppe, um da mitzudiskutieren. Da versuche ich dann eine Struktur aufzubauen, wo wir genauso miteinander reden können. Nutzt einfach dieses Angebot. Also daher, schönen Sonntag euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.